Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kampf bei Valhallas. Kivix, der dunkle Meister, ist eine Gruppenquest ausgelegt für 5 Spieler. Anzunehmen bei Gaerviv in Eiskrone an dieser Position. Vorquest war Kampf bei Valhallas, gefallene Helden. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist, deshalb schaffe ich die Quest auch alleine. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das Video könnte euch auch in Violdelga Classic helfen. Klar, den Mob kann ich nicht für euch besiegen, aber eventuell kann ich euch ein paar Fähigkeiten von ihm zeigen, vielleicht hilft euch das. Und hier ist er. Jetzt müsste er mich nur noch angreifen, weil wenn ich ihn angreife, ist er sofort tot. Wie gesagt, Gruppenquest 5 Spieler. Je besser euer Equip ist, umso weniger Spieler benötigt ihr. Also Tank und Heiler, so ist auf jeden Fall Pflicht. Aha, ihr seht, er spawnt jetzt. Die sollte man gleich wegfokussen. Und jetzt habe ich ihn mitgetötet. Was ich noch weiß aus längst vergangener Zeit, ist, dass er euren Tank in Furcht versetzen kann. Beziehungsweise den Spieler, was er im Ziel hat. Also aufpassen. Quest ist dann abzugeben bei Kjoner der Erbarmungslose in der Eiskrone an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch ein bisschen helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!